Herzlich willkommen zurück zu Pokémon Omega Rubin. Wir befinden uns im Ozeanmuseum, wo Team Magma schon drin rumsteht. Und ich hoffe einfach, dass wir... Ich glaube, wir müssen hier sehr viel kämpfen. Das bleibt jetzt aber bitte unter uns. Es hat ein Weilchen gedauert, am Empfangen vorbeizukommen, da mir die nötigen 50 Poké-Dollar fehlten. Oh nein. So, warum stehen die jetzt hier rum? Wir haben den Befehl erhalten, uns hier zu versammeln. Unser Anführer ist allerdings noch nicht eingetroffen. Okay, die wollen hier Ärger machen auf jeden Fall. Und stehen hier alle rum und gucken sich das an. Hätte unser Kamerad in Meteor City nicht so kläglich versagt, wäre uns dieser Weg hier erspart geblieben. Das waren wir. Okay. Wo ist Captain Briggs? Oh, es ist cool hier. Das ist ja cool. Es läuft ein Film. Ein Mann mit einer seltsamen Frisur, der aussieht wie ein Wissenschaftler, arbeitet an einem Experiment mit irgendeiner Maschine. Und aus genau diesem Grund schlussfolgere ich, dass Menschen, wenn sie in den Tiefen des Meeres hier nachtauchen, von einem Pfeifton im Ohr geplagt werden. Okay. Bist du Briggs? Kann ich dir helfen? Suchst du nach Brick? Tja, dann musst du nicht weitersuchen. Das bin ich. Ah, das müssen die Bauteile sein, die ich bei Mr. Trump von der Devon Corporation bestellt habe. Großartig. Vielen Dank. Jetzt kann unsere Expedition endlich losgehen. Oh nein, Team Magma kommt. Wie überraschend. Wir sind hier, um euch die Bauteile abzunehmen. Wer seid ihr? Wir sind Team Magma und unser Anführer will diese Bauteile um jeden Preis haben. Also leistet keinen Widerstand und gibt sie uns. Oh nein. Doppelkampf oder Einzelkampf? Team Magma Rüpel kam auf. Oh nein. Ich habe immer noch keine Wasserattacke. Aber die Nassmacher-Attacke von Langbein könnte uns hier helfen, wenn die Feuer... Stimmt. Jo, mein Freund. Warte mal, wir tauschen mal auf Langbein. Weil die Langbein... Wenn du Feuerattacken hast, kann Langbein nämlich das aushalten. Obwohl er Käfer ist, aber er hat ja auch Wasser. Und kann mit dem Nassmacher euch die Feuerattacken ein bisschen malig machen. Ich hoffe, du hast Feuerattacken und das lohnt sich. So, Nassmacher. So. Die Stärke aller Feuerattacken wurde geschwächt. Tja, da kommt schon die Feuerattacke. Und sie taugt nicht mehr so viel. Okay, das war ein Volltreffer. Dafür war es echt nicht viel. Dann können wir ja jetzt wieder Pokémon tauschen. Und zwar zu... Nicht zu Lou, weil Lou ist gerade hier gerade sehr unterlevelt. Aber sie wird nach dem Kampf hier einige Level haben. So, on the dog. Dann mach mal. Die machen die Feuerattacken auch nicht so viel. 7 KP, das geht doch klar. So, einmal den Biss rausholen. Auch wenn Kamaupf, glaube ich, nicht so gut schmeckt. Das mit dem Nassmacher ist echt praktisch. Nur der wird gleich wieder, aus sein. Wie viele Pokémon hat der? 1 oder 2? Das hätte ich jetzt nochmal gern gesehen. Tschüss, Kamaupf. War schön mit dir. Tunnel. Boah, Tunnel kriegt immer so viele Erfahrungspunkte. Okay, ein Pokémon hat er nur gehabt. Ich würde gerne Langbein nach vorne packen, bevor der nächste kommt. Unfassbar, eine Niederlage gegen ein Kind. Verflixt. Jetzt zieht mir unser Anführer bestimmt die Ohren lang. Um alles muss man sich selbst kümmern. Sieht ganz danach aus, als sei mein Können als zukünftiges Elite-Mitglied von Team Magma gefragt. Oh nein. Was hat er? Team Magma Rüpel hat 2 Pokémon, ein Zubat. Okay. Da kann Tunnel gerne draußen bleiben. Ich würde gerne wissen, was für ein Pokéball-Tunnel drin ist, der so ganz rot ist. So, einmal hier den Eisenschädel. Ich glaube, da wirst du dir die Zähne dran ausbeißen, Zubat. Das tut, glaube ich, gar nicht so gut. Aber sie ist sehr effektiv, krass. Und tschüss. So. War schön mit dir, Zubat. Was kommt jetzt? Ein Kamaupe? Das würde ich gerne wissen. Du erreichst Level 9. Ich habe mir ein bisschen mehr erhofft. Tagedieb, was ist denn das? Nein, stopp. Stopp. Durch Müßiggang werden KP des Anwenders um 50% der maximalen KP aufgefüllt. Ja, ist besser als Zugabe, oder? Ja, klar. Viel besser. So. Kamaupe. So, jetzt kommt Langbein wieder zum Schuss. Mit seinem Nassmacher. Und wir die Feuerattacken wieder ein bisschen aushebeln. Und wird Zeit, dass Langbein echt eine gute Wasserattacke lernt. Und nicht nur den Nassmacher. So. Oh, direkt als er die Glut einsetzt. Krass. Ja, die Glut macht jetzt nicht mehr viel. Was macht denn ein Stachelfinale bei dir? Nicht viel, glaube ich. Oh, nee, gar nichts.
Ach, ich glaube, Kamaupe ist auch Gestein, ne? Deswegen macht das Staffelfinale auch nichts. Können wir Zwitschi rausholen? Wo Gestein gegen Flug ist, glaube ich, auch. Ich glaube nicht, dass er Gesteinsattacken hat. Hoffen wir es einfach mal. Ein Tackle, okay. Der tut jetzt nicht so weh. Flügelschlag. Oh, das tat gut weh. Wenn der Energiefokus für eine Feuerattacke ist, Kamaup, dann lohnt sich das nicht wirklich. Ich hoffe, das ist dir klar. So, tschüss, Kamaup. Zwitschi hat dann nochmal was geschafft. Kriegt sogar ein Level-Up. Yay. Und Langbein kriegt kein Level-Up. Tunnel erreicht Level 18. Und der Rüpel ist besiegt. Ich hoffe, es kommen jetzt nicht noch mehr. Das wäre ganz schön stressig. Wie bitte? Nicht mal ich als zukünftiges Elite-Mitglied von Team Magma konnte dich besiegen. Und jetzt? Wenn wir mit leeren Händen zurückkommen, wird es unangenehm. Wer hätte gedacht, dass uns ausgerechnet ein Kind einen Strich durch die Rechnung machen würde? Ich bin gekommen, um zu sehen, warum ihr so lange für einen einzigen Koffer braucht. Und jetzt muss ich sehen, dass ihr euch von einem Kind aufhalten lasst? Du wirkst recht aufgeweckt für dein Alter. Dir ist es gelungen, mein sonst so ruhiges Gemüt in Aufruhr zu versetzen. Dann hast du sicher auch nicht mehr als eine Minute benötigt, um Gegner wie diese zur Kapitulation zu bringen. Mein Name ist Mark. Ich bin der Anführer von Team Magma, einer Organisation, die nach einer besseren Zukunft für uns Menschen strebt. Wir kämpfen für die Weiterentwicklung der Menschheit. Wo ich gerade von der Zukunft spreche. Du bist noch jung und scheinst selbst eine strahlende Zukunft vor dir zu haben. Erlaube mir, dir etwas zu erzählen, das dir auf deinen weiteren Lebensweg helfen wird. Die Landmassen. Sie stellen die Bühne für den nächsten Schritt in der Entwicklung der Menschheit dar. Doch um einen wahrnehmbaren Schritt nach vorne machen zu können, benötigen wir mehr Platz, mehr Raum. Die Bühne ist zu klein für das Potenzial, das in unserem Menschen steckt. Darum müssen wir ihr Fundament vergrößern, die lockere Erde des neuen Landes festtreten. Sie urbar machen und bestellen. Folglich ist es Team Magmas Ziel, die Landmassen der Welt zu vergrößern. Dies würde die Menschheit sowie alle anderen Lebewesen in eine strahlende Zukunft ewigen Glücks führen. Davon bin ich fest überzeugt. Für ein Kind ist das wahrscheinlich ein bisschen schwer zu verstehen. Aber wie dem auch sei, heute kommst du nochmal mit einer Verwarnung davon. Aber wenn du dich uns in Zukunft ein weiteres Mal in den Weg stellst, werde ich kein Erbarmen zeigen. Vergiss das nicht. Kommt, wir gehen. Darf ich dich nach deinem Namen fragen? Ah, Nephias heißt du also. Wow, das war eben echt brenzlig. Danke, dass du mich gerettet hast. Fast hätte ich es vergessen. Wolltest du mir nicht die Bauteile der Devon Corporation geben? Nee, die behalte ich. Wie wirst du bereich die Captain Brick, die Devon waren? Hoppla, wir dürfen keine Zeit mehr verlieren. Wir müssen so schnell wie möglich zur Expedition zum Meeresgrund aufbrechen. Danke und entschuldige mich nun. See ya. Yay, ich darf mich wieder bewegen. So, dann hätten wir das auch geschafft. Und können auch mal wieder ins Poké-Center. Und ich muss Tunnel mal wegpacken, sonst wird Tunnel übel stark, weil Tunnel immer zum Einsatz kommt. Ich möchte Langbein mal vorne haben, weil Langbein muss trainieren. Langbein muss trainiert werden. Und jetzt sind hier auch normale Besucher wieder. Hat irgendeiner was? Wenn ich das Meer erblicke, geht mir das Herz aus, auf wie ein Hefeteig. Für mich ist Captain Brick ein absolutes Vorbild. Hallo, hast du was für mich? Ich möchte etwas über das Meer lernen und um dieses Wissen in Kämpfen einsetzen. Okay, die haben, glaube ich, alle nichts für mich hier. Dann gehen wir einfach wieder. So, und dann gehen wir zum Porky Center. Und gehen dann mal zu Captain Brick. Zum Schiff. Würde ich sagen. Vielleicht können wir mit auf die Expedition. Ich weiß es nicht. Ich glaube nicht. Wir passen nicht ins Boot. Bestimmt nicht genug Platz dafür. Da, 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 da. So, Lu hat 2 Level bekommen durch die Trainer. Das ist ein bisschen enttäuschend. Team Magma-Rüpel haben irgendwie nicht so viel drauf. Und geben mir nicht so viele XP. Aber dann gehen wir einfach mal jetzt hier hin. Ist er jetzt da? Hallo? Hallo, Mr. Burke hat sich bereits bereit erklärt, uns zu helfen. Er ist ein legendärer Seemann. Dank seines reichen Erfahrungsschatzes geht der Bau der Fähre zügig voran. Mein Gott, was? Ich kann heute nicht lesen, ey. Ist er oben? Wo ist er denn? Oh, wo ist der denn jetzt hin? Ist der schon weg oder ist der jetzt... Ach, Moment, der ist bestimmt im Hafen.
Da. Kann man hier immer nur Sprudel ziehen? Ah ne, jetzt können wir auch Limonade und Tafel. Also, ja, okay. Eigentlich auch ganz gute Items, aber sind halt teuer. So. Hafen. Ich komme in der Stadt wenig zurecht. Ich weiß nicht. Merkt man, glaube ich, kaum. Hier. Nein, da ist das Museum noch einen höher. Hier. Hat die Stadt hier gar keine Arena? Ich glaube nicht. Hallo? Was? Wo ist der hin? Hallo? Also, das war's? Mehr soll ich hier in der Stadt nicht machen, oder was? Hallo, du. Ja, yeah, darauf habe ich lange gewartet. Pokémon-Wettbewerb live. Ich werde mit Sicherheit teilnehmen. Aber davon muss ich mir ein paar Pokémon fangen. Ja, dann tu das. Wir gehen einfach weiter. Hier gibt's keine Arena. Ah. Hey, da drüben sind Xenia und Zeplus. Sie drehen irgendwas. Im Ernst, Xenia? Ich komme. Ich glaube, da sollen wir jetzt auch hin. Hallo alle zusammen. Mein Altaria Zeblu und meine Wenigkeit sich hier zu... Was? Mein Altaria Zeblu und meine Wenigkeit sind hier zur Wettbewerbshalle von Graffiport City gekommen, um ordentlich Spaß zu haben. Zeblu! Dann wollen wir mal keine Zeit verlieren. Lass uns auch heute wieder sofort loslegen. Ja, jetzt geht's rund. Gleich fliegen hier die Funken. Ja, rund geht's. Okay. Xenias wunderbare Talentsuche. Es ist soweit. Ja, Xenia. Erwähle mich zu deinem Freund. Lass mich der Auserkorene sein. Xenia, Zeblu. Also dann will ich mal einen weiteren tollen Trainer die wundervolle Welt der Wettbewerbe zeigen. Mal sehen. Du da. Ja, du machst so ein verwundertes Gesicht. Hallo. Hast du schon mal an einem Wettbewerb teilgenommen? Nein? Na genau, das wollte ich auch hören. Dann starten wir gleich mit Vollgas durch. Dieser Trainer ist hier mit meinem Auserkorener Karin Didatete. Ich kann auch nicht reden. Und sein Name ist... Nephias. Wenn man sich Nephias einmal anschaut, verraten einem seine Arena-Orden gleich, dass er ein starker Trainer sein muss. Nephias? Hier in der Wettbewerbshalle findet also statt, der Pokémon-Wettbewerb. Bei den Wettbewerben kommt es jedoch nicht nur auf die pure Stärke der Pokémon an. Ich möchte, dass auch die anderen großartigen Seiten der Pokémon zum Vorschein... Dass du auch die anderen großartigen Seiten der Pokémon zum Vorschein bringst. Solche... Ganz ruhig. So, ich überreiche dir hiermit diese Wettbewerbskarte. Damit bist du zur Teilnahme am Pokémon-Wettbewerb berechtigt. Und dann bekommst du von mir noch dieses Pokeriegel-Set. Damit lassen sich aus Beeren Pokeriegel herstellen, die du dann deinen Pokémon geben kannst. Okay. Wettbewerbskarte und Pokeriegel-Set. Und jetzt? Also Nephias, heute beginnt hier ein neues Abenteuer für dich. Und vielleicht sogar eine völlig neue Karriere. Und ich weiß auch schon, wie wir diesen Auftakt nennen können. Xenias wunderbare Talentsuche, eine legendäre Begegnung. Ich finde, das trifft es ganz gut. Also liebe Zuschauer, lassen wir uns überraschen, was Nephias für uns bereithält. Wie ich für meinen Teil setze große Erwartungen in ihn. Danke, dass ihr auch dieses Mal wieder eingeschaltet habt bei Xenias wunderbare Talentsuche. Auch heute habe ich wieder einen Glücklichen zum Auserkorenen für die Wettbewerbe ernannt. Macht es gut und bis zum nächsten Mal. Zeblu! Klatsch, klatsch, klatsch. Xenia, du bist so süß. Wäre schön, wenn du dich auch mal an einem Wettbewerb versuchst. Probier es einfach mal aus. Okay. Das kam plötzlich. Machen wir aber im nächsten Part dann mal. Dann versuchen wir mal den Wettbewerb. Ich würde sagen, wir beenden hier mal den Part. Ist zwar minimal kürzer als ein normaler Part, aber das muss auch mal sein. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal zu Pokémon Omega Rubin. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.